Oh, endlich blüht mal eine Lilie. Hoffentlich kommen die Aronia-Beeren zur Reife. Hier blüht die Rose Raubritter. Auch die New Dawn blüht ganz wunderschön, aber durch die große Hitze, 36 Grad, ist der Zauber bald vorbei. Die Veränderung der roten Blasenspiere vom Frühjahr bis zum Herbst ist einzigartig. In diesem Sommer hat der Feldrittersporn wieder seinen Auftritt. Viele Pflanzen haben solche sonnenverbrannten Stellen bekommen. Ein Mulchversuch mit Miscanthus. Die Säckelblume war durch den harten Winter erfroren. Ich habe sie aber einfach bodennah abgeschnitten und nun hat sie wieder ausgetrieben. In diesem Jahr ist die Lilie gesund und hat nicht mal diese Lilienähelchen. Hier hat sich der Sonnenhut
zwischen dem Aronia-Strauch breit gemacht. Thank you.
Diesen Tigerschnegel habe ich in meinem Wasserschacht gefunden. Man sieht ihn sonst selten, weil er im Dunkeln unter Laub und so weiter lebt. Er ist ein ganz großer Feind von anderen Nachtschnecken. Das war ein Rückblick vom Juni 2021 bis Juni 2022.